Welche Elemente gehören in eine marketingwirksame Website? Das sehen wir uns an in dieser Folge von Rouge Talk. Hallo, hier ist Alex Rusch und heute im Studio ist AMR-Mitglied Reto Sachs. Sie wissen, ich bin Autor des Buches Rouge Marketing und von mir gibt es auch den Rouge Marketing Diplom Online-Lehrgang. Reto Sachs ist einer der Teilnehmer, er hat den kompletten Diplom-Lehrgang durchgearbeitet und heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der 1. April und kein Scherz. Was ist heute der besondere Tag? Warum? Für mich ist es ein ganz besonderer Tag, weil ich heute meine neue Webseite online geschaltet habe. Und ich habe mir gedacht, meine Damen und Herren, ich werde einfach mal die Website hier jetzt raufbeamen. Und dann werden wir gemeinsam die Website durchschauen und auch schauen, was man daraus lernen kann. Was können Sie umsetzen für sich und für Ihre eigene Firma? Zunächst mal meine Frage an dich, Reto, wie lange ging eigentlich die Entwicklung und die Umsetzung für dich? Also der Start war letztes Jahr, eigentlich die Idee und die ersten Gedanken darüber, aber die Umsetzung wirklich, es hat sich dann noch verschoben im letzten Jahr aus verschiedenen Gründen, aber umgesetzt habe ich sie dieses Jahr. Ich habe selber anfangs März begonnen mit dem Design und Texten und jetzt heute ist sie fertig geworden, also alles in allem circa einen Monat. Interessant. Ja, ich denke jetzt auch für Sie, meine Damen und Herren, weil ich weiß, viele da draußen, die brauchen ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, bis eine Website fertig ist, aber es muss gar nicht so lange dauern. Man kriegt es auch in einem Monat hin und das ist ja jetzt eine recht umfangreiche Website. Es ist möglich, wenn man weiß, wie es geht und du weißt, wie es geht. Und somit schauen wir es mir hier mal kurz an. Also wenn man jetzt hier so auf die Website geht, man sieht eben mal das Erste, du hast ein SSL-Zertifikat oben. So, jetzt ist dort auch das Schloss sichtbar, was schon mal gut ist. Ja. Dann sieht man hier dein Logo. Man sieht eine saubere Navigation, die man da gut lesen kann mit den wichtigsten Punkten deiner Firma. Und ganz wichtig, für dich ist ja wichtig, dass dort angerufen wird. Und somit sieht man auch schon die Telefonnummer gleich oben und auch die E-Mail-Adresse und den Kontaktknopf. Ja, weil es geht mir selber so, dass wenn ich mit einer Firma in Kontakt treten will und ich auf die Webseite gehe, mich nervt das jeweils, wenn ich die Kontaktinformationen suchen muss. Ja, ja. Da habe ich manchmal das Gefühl, gewisse Firmen wollen gar nicht, dass sich der Kunde meldet. Und das stimmt ja auch. Viele Firmen wollen das nicht, weil sie gar nicht dafür ausgestattet sind. Aber du willst, weil es ja für dich so eines der Hauptziele, nehme ich an, von der Website. Absolut, ja. Genau darum geht's. Und das war ja auch immer der Punkt im Diplomlehrgang, dass ich immer gesagt habe, man muss die Ziele definieren von einer Website. Und das hast du jetzt auch gemacht. Ja, also meine Ziele waren, meine Firma klar zu positionieren. Also, dass wenn jemand auf die Webseite geht, dass er weiß, was machen wir, für wen ist dieses Angebot und warum sind wir anders. Können wir gleich hier mal schauen. Also hier haben wir mal ein sehr schönes Bild und auch die Headline, die sehr gut lesbar ist. Man sieht auch generell bei der Website, man kann alles gut lesen. Was ja auch zu Rouge Marketing passt. Ja. Hier dann sozusagen die Beschreibung da, wo eben ganz klar deine Firma beschrieben wird. Genau, das habe ich auch in jeder Unterseite wieder drin. Ich habe mir wirklich immer überlegt, worum geht es in diesem Bereich und da beschreibe ich einfach, in diesem Textblock ist eigentlich beschrieben, worum es auf dieser Seite geht. Um da möglichst Interesse zu wecken, damit er dann weiterliest. Also so wie ich es von dir gelernt habe, Headline, Interesse wecken, Subheadline, in mehr Details reingehen und eigentlich denjenigen Interessenten möglichst schmackhaft machen, dass er weiterliest. Und eben sehr gut, ich möchte eben auch die Teilnehmer heute oder die Zuschauer dazu animieren, eben auch für sich Notizen zu machen. Und viele machen ja den Fehler bei einer Website, dass sie keine Headline haben. Hat er hier sehr gut gemacht. Eben als erstes kommt die Headline und dann direkt eben darunter auch die Beschreibung. Und erst dann kommen dann die Bilder und auch schön hier die Rubriken sind eben auch sehr gut hier mit Printing, Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Das wiederholt sich dann auch oben nochmals. Habe ich auch gesehen, genau, sehr gut.
Und auch alles schön clean hier. Mhm. Und dann kommt auch direkt schon hier der Knopf mit dem Beratungsgespräch. Mhm. Call to action. Mhm, genau, die Handlungsaufforderung, sehr mhm. schön. Und dann, für wen ist die Lösung, also die Zielgruppe? Ja? Ich habe mir auch immer wieder die Frage gestellt, wenn ich auf eine Webseite gehe, was sind eigentlich die stillen Fragen, die ich mir selber stelle? Mhm. Und wenn ich auf eine Webseite gehe, dann frage ich mich, was machen die, wer ist das, für wen ist das, was die machen, ist das überhaupt für mich, mhm. passt das für mich? Und ich habe gerade hier halt diese Frage direkt auch ausgesprochen. Mhm. Ja, mache ich ja oft so bei unseren Websites, wo eben dann steht, das ist für Unternehmer, für Selbstständige, ja. für Führungskräfte, für Vertriebler genau. und so, das ist ja überall bei uns auch drauf. Mhm. Sehr gut, ja, super. Und dann hier Angebot. Genau, was macht diese Firma? Das ist diese Frage, die hier dann beantwortet wird. Da habe ich, also wir bieten Gesamtlösungen für Printing und Digitalisierung. Als erste Firma eine nachhaltige Lösung in diesem Bereich. Mhm. Das bedeutet, dass mit unserem Konzept nur halb so viel Abfall und Elektroschrott anfällt, wie mit anderen Konzepten in dieser Branche. Und trotzdem war es für mich auch wichtig, halt in diesem Bereich, das gibt es bei uns in einer Gesamtlösung, das ganze Paket, also mit Beratung, oder? Mhm. Aber hier war es auch wichtig, wirklich die einzelnen Elemente genau aufzuzeigen, dass man auch weiß, was sind eigentlich die Produktportfolios und Dienstleistungen von dieser Firma. Mhm. Mhm. Sehr schön, ja. Und alles eben schön gut lesbar, schön dargestellt, auch elegant. Mhm. Danke, ja. Das war mir auch wichtig, ja. Super. Genau, und dann hier? Hier gehe ich direkt in die Nutzensprache. Mhm. Was will ich eigentlich dem Kunden bieten? Mhm. Und wenn er liest, Vereinfachung im Büroalltag, ohne jetzt schon groß zu sagen, wie wir das dann genau machen, aber da hätte wahrscheinlich niemand etwas dagegen, oder? Mhm. Und ich habe wirklich auch bei den Titeln und beim Wording habe ich immer darauf geachtet, dass es möglichst Nutzen formuliert ist und was bringt es dem Kunden, was hat er davon und so weiter. Mhm, mhm, super. Auch hier wieder Entlastung der IT. Die IT-Leiter sind meine Hauptansprechpartner. Ah ja, und hier adressiere ich sie. Hier drin gehe ich auch im Text darauf ein, was eigentlich die Hauptprobleme sind, womit sich die IT rumzuschlagen hat. Mhm. Was nicht direkt mit meinem Bereich zu tun hat, weil sie haben viel Supportaufwand oder können nicht an Projekten arbeiten. Mhm. Ihnen fehlt die Zeit und genau da bringen wir eine Entlastung rein. Und das habe ich halt mit reingenommen auch. Mhm. Super, dann wieder der Button, sehr gut, ein zweites Mal. Mhm. Ich habe ihn 2 bis 3 Mal pro Unterseite habe ich ihn drauf. Sehr gut, super. Dann hier spreche ich das große Problem an, welches wir helfen mit zu lösen, gemeinsam mit unseren Kunden, weil halt mit unserem Konzept weniger Elektroschrott anfällt. Mhm. Hier geht es mir um das Thema der Wegwerfgesellschaft, was ein großes Problem ist in der heutigen Zeit. Viel vom Elektroschrott, der bei uns anfällt, wird nicht bei uns recycelt, sondern der landet in Afrika. Und das sind sehr, sehr gravierende Folgen und darauf gehe ich ein. Das war auch der Auslöser, weshalb ich meine Firma und mein Konzept darauf positioniert habe. Mhm. Weil ich diese Bilder gesehen habe, vor rund fünf Jahren war es. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass ich mit meiner Firma etwas dagegen tun kann und super. Dann bin ich diesen Weg gegangen. Ja. Sehr schön. Und dann auch wichtiges Element noch, nochmals hoch bitte, mit Zahlen arbeiten, weil es sind gute Eyecatcher und sorgt immer für Interesse. Hm. Also 85% der weggeworfenen Elektrogeräte funktionieren noch oder könnten repariert werden. Hm. Und das ist schon ein krasser Faktor. Ja, schon enorm. Ja. Also auch bei mir, ich zögere immer dann wieder ein neues iPhone zu kaufen. Ich behalte meines, solange es geht, weil eben genau auch wieder bei dem Elektroschrott. Ja, genau. So, und dann hier Testimonials. Hä? Genau. Ein Auszug unserer Kundenliste. Mhm. Super, sehr schön. Eben, ist auch sehr gut, eben, du hast die Logos drauf, du hast auch die vollständigen Namen dort drauf, dann ist es auch glaubwürdig. Ja, und ich habe wirklich auch von allen Kunden sofort das Okay erhalten, was für mich auch eine schöne Bestätigung war, dass sie sehr zufrieden sind. Mhm. Ja. Super, das ist wirklich sehr stark. Das ist auch sehr wichtig, dass man die Kunden fragt. Mhm. A, ob man den Text verwenden darf und B, ob man das Logo verwenden darf. Mhm. Weil wenn man das nicht tut und sie sehen das und wollten das allenfalls nicht, dann kann das komische Gespräche geben, oder? Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, absolut, ja. 94% Zufriedenheit. Hä? Ja, wir machen immer im ersten Quartal des Jahres machen wir eine Kundenbefragung per Telefon. Mhm.
bei unseren besten Kunden und dann fragen wir von einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden sind sie mit uns? Mhm. Und da hatten wir jetzt zweimal hintereinander hatten wir die Note 94%, dann, wenn ich es ausgewertet habe. Damit bin ich sehr zufrieden. Ja, sehr schön. Ja. Und hier dann wieder die Handlungsaufforderung mit der großen Telefonnummer. Ja, genau. Und dann sogar noch ein Foto. Ja, das ist meine Assistentin und sie nimmt dann die Telefonate entgegen, wenn jemand anruft. Genau. Ah, super, sie ist Lehrtischlerin. Ja, richtig, richtig. Das habe ich 2013 angefangen umzusetzen. Ah. Aufgrund von einem Input von dir. Ah, super, ja. Sehr schön. Ja. Ja, und dann hier noch eine weitere Möglichkeit zum Kontakt aufnehmen mit einem Formular. Ja, genau. Möglichst einfach, dass die Leute sich bei uns melden können. Ja, ich finde es gut, dass da viele Möglichkeiten zum sich melden, ja. Mhm, mhm. Und dann auch wieder die komplette Adresse, Telefonnummer, ja. E-Mail nochmals da unten. Mhm. Ja, und dann hier noch die ganzen Sachen, die halt sein müssen, genau. Wie Impressum und Datenschutz. Ja. Mhm. Und sonst habe ich es halt wirklich möglichst aufs Wesentlichste reduziert. Ja, genau, finde ich sehr gut, ja. Mhm. Super! Gibt es sonst noch etwas, was Sie hier wissen müssen? Ja eben, das sind dann einfach die Geschäftsbereiche noch, Printing und Digitalisierung. Mhm. Ich gehe mal auf Nachhaltigkeit. Ja, klar. Das ist einer meiner wichtigsten Werte. Mhm. Schönes Bild. Danke, ja. Und danach wieder hier die Headline. Gut lesbar, genau. Genau, Texte, mhm. Bilder. Das sind diese Bilder aus Ghana. Also das ist die größte Elektroschrottmüllkippe der Welt. Da landen halt viele dieser Geräte, genau. Und dann Kennzahlen. Ne? Mhm. 23 Kilo. Ja. Pro Kopf und Jahr. Mhm. Und hier geht es mir wirklich darum, halt mit einfach für diejenigen Kunden, die etwas machen wollen, die Wert legen auf Nachhaltigkeit, für sie bieten wir ein Konzept, wo wir da einen anderen Weg gehen, dass halt die Geräte viel länger im Einsatz bleiben. Ja. Die Geräte werden geflickt statt ständig ausgetauscht und andere Maßnahmen. Mhm. Und so können wir gemeinsam einen wertvollen Beitrag leisten. Mhm. Ja, finde ich super. Hier wieder Kennzahlen. Also im Jahr 2019 haben wir in der Schweiz 200 Tonnen Elektroschrott produziert. Und wenn man das umrechnen würde, das Gewicht, gibt das 40.000 Elefanten, 5.000 LKWs oder 20 Mal den Eiffelturm. Hm. In einem Jahr. Sehr große Zahlen. Ja. Oh, ja. Ja. Und dann hier ein sehr wichtiges Element. Also auch hier ist natürlich auch Marketing und Verkauf drin, oder? Mhm. Also ich verkaufe dem Kunden eigentlich zuerst das Problem. Ja. Ich sage, hey, da gibt es ein Problem wirklich, das betrifft uns alle. Ja. Und nachher gehe ich dann auf die Lösung ein. Oder? Und hier unten natürlich klassisch Nutzenargumente, wo wir dann auch sagen, wie wir das genau umsetzen und machen. Ah ja, genau, sehr gut mit den Haken und so. Eben auch wieder gut strukturiert, gut lesbar. Hier so die Zwischenheadline, dann der Beschreibtext. Ja, immer wieder das Gleiche. Dann auch hier wieder den Knopf hier, den Button. Genau. Jetzt Kontakt aufnehmen. Ja. Und zwar mir auch wichtig, gutes Bildmaterial zu haben, weil das einfach sehr wichtig ist heutzutage. Mhm. Ja, genau. Ja. Ja. Dann hier die Schweizer Jugendherbergen, ist einer unserer größten Kunden. Mhm. Und sie sind sehr engagiert, was Nachhaltigkeit angeht. Und ich habe sie gefragt und sie waren einverstanden, dass wir eine gemeinsame Story machen dürfen für unsere Webseite, wo wir sagen, dass wir zusammenarbeiten und eigentlich der Wert Nachhaltigkeit uns zusammengebracht hat. Schön, ja. Ja. Genau, hier auch wieder die Handlungsaufforderung. Genau. Und dann, ja, bei Digitalisierung geht es um das Thema Digitalisierung von Dokumenten, was ja auch immer ein wichtigeres Thema wird heutzutage. Genau, auch da, ich habe geschaut, ich habe viel Zeit investiert, in gutes Bildmaterial zu finden, dass das auch sehr passend ist. Hier brauchen wir jetzt nicht weiter ins Detail, aber vielleicht noch kurz auf Firma. Ja. Und du hast ja das alles selber getextet. Ja, genau. Also die Bilder alle selber ausgewählt und die Texte auch. Auch das Design ist von mir. Ich habe es dann einfach umsetzen lassen. Genau. Super. Und hier halt ein persönliches Statement von mir. Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht. Produkte sind austauschbar. Mir ist es sehr, sehr wichtig, das auch so zu zeigen. Und hier dann auch klassisch natürlich mit Fotos von uns. Ja. Und die Werte, ja. Genau. Ah, schön.
Und das nächste Bild ist dann auch etwas unsere Mission. Da fand ich so ein James-Bond-Bild sehr passend dafür. Mhm. Genau. Ja, ich hab da wirklich auch etwas spielerische Elemente reingebracht. Mir war es sehr, sehr wichtig, es soll elegant sein, es soll sehr professionell sein, es soll modern sein. Mhm. Aber halt wirklich auch mit gewissen Elementen, die einfach mir persönlich auch wichtig waren. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Super, auch hier wieder der Button. Genau. Gründerstory. Mhm. Und bist das du da? Ja, das bin ich. Ja. Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Mhm. Und deswegen schon als kleiner Junge habe ich gelernt, dass ein respektvoller Umgang mit der Natur wichtig ist. Mhm. Und diese Wertehaltung hat mich wahrscheinlich auch geprägt in meinem Unternehmertum. Ja. Und das ist ein Bild aus diesen Zeiten. Ja. Ah, super. Genau. Ja? Genau, häufig gestellte Fragen. Ja, das haben wir auch so drin im Diplomlehrgang. Mhm, genau. Genau, zum Beispiel, ja, ab welcher Größe macht diese Lösung Sinn? Ja. Ab 10 Geräten, okay. Genau. Sehr gut, ja, das ist auch gut so, dann. Mhm. Sehr schön, ja, super. Ja, das war jetzt mal eine Website, die eben wirklich marketingwirksam umgesetzt wurde. Ich habe sie heute auch zum ersten Mal gesehen und mir hat sie spontan gefallen, muss ich sagen. Ich bin ja sonst sehr kritisch, aber er hat natürlich auch den kompletten Diplomlehrgang durchgearbeitet und das ganze Wissen hier auch dann eingebracht. Jetzt würde ich mal sagen, gehen Sie mal auf seine Website auf www.sachsprinting.ch und sehen Sie mal die ganzen Rubriken genauer an. Und wenn Sie in der Schweiz sind und auch genügend Drucker haben, werden Sie vielleicht mal Reto Sachs dann kontaktieren. Wer weiß, was daraus dann entsteht, weil ich finde das eben super mit der Nachhaltigkeit. Ist für mich selber auch sehr wichtig, die Nachhaltigkeit. Wir kommen jetzt zur Rubrik Einblicke. Ich habe nun ein kleines Spielzeug noch mitgebracht für die Rubrik Einblicke, nämlich das hier. Sie haben es vielleicht auch gesehen auf Facebook. Ich habe in der letzten La Palma-Woche publiziert, dass mein Handtrainierset kaputt ging. Es ist wirklich auseinandergebrochen, da mittendrin im Griff. Habe ein Foto gemacht und die Resonanz war wirklich noch gut. Und jetzt habe ich ein neues gekauft, habe ich auch gepostet, gab auch eine gute Resonanz. Siehst du das hier, Reto? Mhm. Sieht doch elegant aus. Ja. Und man kann hier richtig gut trainieren, denn man kann hier auch den Widerstand einstellen, was man sonst meistens nicht kann. Und so trainiere ich dann während Online-Konferenzen oder vor dem Fernseher. Und jetzt hat mein Physiotherapeut gemeint, ich soll jetzt nicht einfach nur so trainieren, das machen die meisten einfach so, sondern ich soll drücken, 10 Sekunden halten und dann nach 10 Sekunden loslassen. Mhm. Und dann wieder 10 Sekunden loslassen. Und das dann wirklich auch recht lange, vielleicht auch mal eine Viertelstunde. Und das kann man natürlich am besten bei Online-Konferenzen, da bin ich dann so mit der Webcam dabei und kann dann so unten da trainieren oder vor dem Fernseher. Ist auch eine super Sache. Und warum, würde ich auch alle empfehlen. Und warum machst du das? Ja, weil ich bin ja ein Schreibtischtäter und somit ist dann auch vielleicht die Hand dann ein bisschen strapaziert, tut vielleicht ein bisschen weh, weil ich da sehr viel an der Tastatur arbeite. Mhm. Und somit meine ich, wir alle sollten das haben. Okay. Es gibt übrigens auch bei mir so eine Rubrik, Alex Rouge empfiehlt, wo die ganzen Sachen drauf sind, die ich selber einsetze, alexrouge.com/Empfehlungen. Da ist auch ein Link zu dem da drauf, damit man das dann selber auch besorgen kann. Und auch andere Sachen, die ich einsetze, sogar den neuen Laptop, den ich habe, habe ich dort als Link drauf. Ja, meine Damen und Herren, das war eine weitere Folge von Rouge Talk. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Erfolg. Zudem meine große Bitte, bitte empfehlen Sie meine Show weiter. Am besten gleich jetzt an 2 oder 5 oder 10 Ihrer Freunde oder Geschäftspartner. Bis bald. Tschüss. Tschüss.